Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Bohner Maschinentest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Bohner Maschinentest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Howep UF38BQ. Der 34x36x43,5 cm große F38PQ von Howep ist ein kostengünstiger Staubsaugerbodenpolierer für den persönlichen Gebrauch, der auch den auffällenden Staub vergräbt. Der Lieferumfang besteht derzeit aus insgesamt 3 Kollektionen mit je 3 Bürstenscheiben zum Buffen und auch zum Polieren von glatten Böden aller Art. Damit Sie jetzt mit der Arbeit beginnen können. Einzigartige Wollpolierscheiben für Premium-Parkett und auch Holzböden sind ebenfalls in der Sammlung vertreten. Um Zug auf Nummer 4, haben wir die SEPO 9880 SE. Das 113x37,5x25,5 cm große Gerät von SEPO eignet sich für alle Böden, auf denen ein Glanzeffekt gewünscht wird. Preismäßig ist er in der Top-Sorte und begeistert mit seiner starken Handarbeit sowie der sehr einfachen Handhabung. Dank des automatisierten Höhenwechsels eignet er sich für fast alle Stockwerke, ohne das Pflegepad zu wechseln. Das Drehkippgelenk macht das Gerät extrem wendig, das macht es sehr einfach zu bedienen. Die Anwendung ist auch wirklich für Anfänger geeignet. Auf Platz 3 haben wir die Fakir App 2. Das Fakir Design ist nur eine der deutlich teureren Varianten und hat ein nominelles Ergebnis von 300 Watt. Die Verarbeitung ist extrem hochwertig und auch robust, um eine lange Lebensdauer zu erreichen. Der Fokus des Gartges liegt eindeutig auf einem langlebigen Gebäude und langer Zähigkeit. Insbesondere wenn Sie eine Version kaufen möchten, die Sie über Jahre routinemäßig nutzen möchten, müssen Sie mit einer ebenfalls hochwertigen Beschichtung eine Alternative nutzen. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Kircher Saugbohner. Die 38,5x34x115,5 cm große Staubsaugerbodenbürste von Kircher überzeugte in der Prüfung mit ihrem hervorragenden Handling und der Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Das Gartget wird ein- und ausgeschaltet, indem der Dial einfach mitgeschaltet wird, so dass Sie sich nicht beugen oder einen Schalter drücken müssen. Das Werkzeug bietet ein komplettes Mittel zur Aufhellung sowie zur Erhaltung schwieriger Böden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Ofermaten Industries BV. Das Modell von Ofermat Industries BV dominierte als beste Bodenaufhellermaschine. Es ist nicht eines der billigsten Modelle, aufgrund der Tatsache, dass es in der oberen mittleren Reihe in Bezug auf den Preis ist, überzeugte es auf der ganzen Platte mit seiner sehr guten Effizienz in Verbindung mit soliden und exzellenten Handarbeit. Die Version ist eine typische Spritzing-Up sowie Behandlungsmaschine für den persönlichen Gebrauch, die einfach zu bedienen ist und daher auch für Anfänger geeignet ist. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UpDate-Kanal zu abonnieren.